Wir haben doch tatsächlich wilde Wisente in Polen gefunden. Und wie es dazu kam, das zeigen wir euch in diesem Film. Ah ja, ich sehe sie zwischen den Bäumen. Ich kann es kaum glauben. Hammer. Wir fahren durch den einzigen, durch den letzten Urwald von Europa. Diesmal sind wir auf der Suche nach wilden Wisenten in Białowieża in Ostpolen. Als kleiner Junge habe ich schon Wisente aus Knetmasse geformt. Aber ich hatte nie die Möglichkeit, sie in der freien Wildbahn zu sehen. Ich bin gerade im Wald hier am Pinkeln und da sind jetzt zwei Militärfahrzeuge vorbeigefahren. Polnische Armee. So, wir sind jetzt in Białowieża, in dem Reservat für die Schubre. Und wir gehen jetzt da rein. Hunde dürfen allerdings nicht mit. Die Abstellkammer für die Hunde ist gleich hier vorne. Neben den Fahrrädern. Ja, schaut wahnsinnig gemütlich aus. Vor allem, wenn die Sonne scheint, dann scheint sie später voll hier rein, ne? Tut sie das? Tut sie. Habe ich schon im Video gesehen. Ja, wunderschön gemütlich. Also da haben wir Mara dann lieber gemütlich im Auto gelassen. Jetzt geht's da rein. Einmal. Und zweimal. Jetzt sind wir schon in dem Gehege drin. Und da sieht man schon mal die Przewalski-Pferde vor uns, die wir auch in Lettland gesehen haben. Aber die sehen irgendwie anders aus, ne? Kleiner. Also der kleine Knilch hat etwa sehr viel Energie. Ganz anders als die Pferde dort, wo wir waren, in Lettland. Ne? Hier haben sie wahrscheinlich so viel Energie, dass sie sich das leisten können, die zu verplempern. Wahrscheinlich. Weil dort ja, die kriegen auch Futter. Also hier soll irgendwo der Luchs sein. Siehst du den? Da hinten liegt er. Habt ihr das gehört? Oh oh, ja guck mal da. Da sind sie. Das riecht hier voll nach Kuh. Die sind ja mal cool. Da ist ein kleines Kälbchen dabei. Und ein ganz großer liegt am Boden. Was war das? Annette hat da Spaß. Gut, also der Kleine schaut so aus, als ob der hier schon länger steht, wenn man sich den Boden anschaut. Und es schaut so aus, wie wenn er hier nicht hingehören würde und er es aber nicht checkt, wieder darüber zu steigen, weil irgendwie muss er ja reingekommen sein. Ja. Aber wie bist du denn da reingekommen? Nee, so lang kann er doch nicht da stehen. Guck mal, wie viel das... Du kommst da jetzt nicht raus, ne? Eumelchen. Hm? Nee, also der müsste hier... Das, um das so hinzumachen, das müsste eine Woche oder zwei sein. Das kann nicht sein. Oder? Ja, du weißt ja nicht, wie oft hier einer schaut. Nee, weiß ich auch nicht, ne? Wir wollen uns hier im Wisentreservat schon mal mit den Wisenten anfreunden. Eine erste Verbindung aufbauen. Also schon mal ganz cool. Ich habe gerade einen Wisent gefilmt und der Hirsch ist hier wieder raus. Ich habe zwar nicht gesehen, wie er hier rausgekommen ist, aber er ist hier nicht drinnen. Das ist ein paar Minuten später. Also kein Grund zur Veranlassung. Ich filme jetzt hier einen wundervollen Rothirsch beim Äsen. Wir haben jetzt ein besonders schönes Exemplar. Da ist ein ganz großer dabei. Wie getigert der ist. Alter. Den nennt man hier Żubroń auf Polnisch. Und das bedeutet auf Englisch Hybrids of European Bison and Domestic Cattle. Also eine Mischung, eine Hybride aus dem Wisent und aus ganz normalem Rind. Guckt euch das an. Ich zoome mal rein. Wie wunderschön. Wir wundern uns immer wieder, was es alles an Tieren gibt auf der Erde.
Ein Rothirschbulle röhrt. Im Herbst ist Brunft. Da ist noch ein zweiter. Man könnte ihn für einen Tiger halten. Ich finde, die sehen irgendwie seltsam aus. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass das linke Horn nur lose hängt. Seht ihr das? Also die Streifung des Fells und die Streifung der Borke von dem Baum, die gehen so ineinander über. Überraschung, Überraschung, wir haben hier noch einen Elch gefunden. Auch die einzelgängerischen Elche waren früher in Europa weit verbreitet. Sie sind aber stark zurückgedrängt worden. Jetzt haben wir einen Elch gefunden, der im Wasser steht. Annette ist schon zu Gange. Ich muss mich jetzt hier ganz in die Tiefe hinhocken, um ihn aus einer vernünftigen Perspektive zu filmen. Elche mögen Wasser. Sie haben sehr lange Beine und sind sehr gut an Gewässer angepasst. Rehe sind die einzigen der hier gezeigten Tiere, die wir auch immer wieder in Deutschland und Österreich sehen. Zwar nicht so schön aus der Nähe wie das hier, aber immerhin. So, Vito hat jetzt gerade eine gewischt gekriegt vom Zaun. Und ich glaube, das Reh hat sich einen Ast gelacht. Für größere Säugetiere reicht der Naturschutz in Mitteleuropa wohl nicht. Annette kauft sich hier noch so eine tolle Münze mit diesen Tieren da drauf. Muss ich erst wählen? Weiß ich nicht. Nummer 1? Ich will aber die Nummer 2. Okay, was ist denn Nummer 2? Ah, mit Jubel. Wir gehen hier noch in das Museum rein. Kurz. Hier sieht man die Unterschiede zwischen dem Bison aus den USA und den Jubel. Ach, das ist interessant. Ich habe immer gedacht, die amerikanischen Bisons wären größer als die Jubel, als die Wisente. Aber hier steht, die Schulterhöhe ist bis 1,86 Meter. Beim Bison und beim Wisent ist die bis 1,90 Meter sogar. Aber die amerikanischen werden etwas schwerer. Die Männchen bis zu einer Tonne. Und hier die Männchen vom Jubel, vom Wisent, 920 Kilogramm. Also etwas größer, aber anscheinend schlanker insgesamt. Aber beim Jubel, also beim Wisent, sind die Weibchen schwerer als die Weibchen der Bisons. Hier haben sie die Silhouetten übereinander gelegt. Die rote Linie ist der Jubel und das braune dahinter ist der amerikanische Bison. Das heißt, der Bison ist auch etwas kürzer als der Wisent. Wir gehen wieder raus. Nachdem wir schon erste Kontakte im Reservat und dem Museum zu den Wisenten hergestellt haben, wollen wir sie auch in der Natur endlich finden. Wild. Ohne Zaun. Wir fahren jetzt von Białowieża, also aus dem Ort Białowieża raus, wieder nach Norden. Durch den Białowieża Urwald. Um einen Stellplatz zu finden, wo angeblich auch Wisente gesehen wurden. Da gibt es auch einen Aussichtsturm anscheinend. Da bin ich schon echt gespannt. Und Mara auch. Hey Mara, da sehe ich schon da. Da gibt es schon ein Warnschild, dass hier Wisons vorkommen können. Und Annette braucht da unbedingt ein Foto von. Die Straße ist auch immer enger geworden mittlerweile. Jetzt passt nur noch ein Auto drauf. Natürlich hoffen wir, dass gleich hier eine Wisentherde lecker auf die Straße rennt und wir sie schön filmen können. Aber das wäre natürlich zu viel des Guten. Aber wer weiß, wer weiß. Gut, wir sind jetzt hier in Gruszki angekommen. Irgend so ein Spielplatz. Da gibt es Klos, Mülltonnen und Sonne. Fantastisch, gucken wir uns mal das mal an kurz.
Hier ist so eine Landkarte, wo was ist. Und ja, witzig. An Narewka sind wir gerade vorbeigefahren. Und hier sind Zeichen, wo die Wiesente auch vorkommen anscheinend. Wir sind hier in Gruschki. Ich habe keinen Blassen schon mal, wo das sein soll hier. Hier steht auch nirgendwo, you are here. Oder so. Komisch. Ich liebe solche Landkarten. Hier steht irgendetwas über die Wiesente. Aber nur, welche Ziele dieses Projekt hat. Zum Beispiel über die Population, bla bla bla. Aber nicht, wo sie hier rumeiern. Wir schauen uns etwas um. Oha. Da ist sowas wie ein Türmchen. Da gehen wir jetzt rauf. Wieso haben wir eigentlich das Fernglas nicht dabei? Also ich glaube, wir sind zur falschen Tageszeit hier. Es ist jetzt irgendwie Mittag, früher Nachmittag. Und soweit ich weiß, kommen die Wiesente eher in der Dämmerung, also im Morgengrauen und in der Abenddämmerung raus aus dem Wald auf die ganzen Wiesen, um zu äsen. Das heißt, heute Abend hier hin und gucken. Vielleicht habe ich Glück. Wir gehen hier noch zu diesem Häuschen da, was auch immer das ist. Auf jeden Fall hat hier irgendjemand rumgewühlt. Dachs. Das haben wir in Lettland gelernt. Okay, es ist nicht ganz klar, was das hier soll. Da steht da was auf diesem Schild, was auch ich verstehe. Entwicklung der Metapopulation von dem Wiesent im nördlich-östlichen Polen. Bla bla bla. Aber was das hier soll, ist nicht so ganz klar. Also wir sind hier immer noch in Gruschki und haben immer noch keine Wiesente gesehen. Wie man sieht hinter mir, es ist ein bisschen sehr windig heute. Und ich wollte ja heute um 6 Uhr früh aufstehen, um die Wiesente eventuell da auf dieser Wiese zu sehen, von diesem Aussichtsturm. Aber es hat so gestürmt heute Nacht und geregnet, dass ich gesagt habe, ach komm, gehen wir da nicht raus. Die Wiesente sind wahrscheinlich auch nicht draußen. Und es war echt kacke gewesen. Also das war nicht mehr feierlich. Und es geht weiter mit diesem Sturm. Ich traue mich ja auch nicht, die Drohne fliegen zu lassen. Wenn ich die Drohne dann über dem Urwald fliegen lasse und sie dann gar nicht gegen den Wind zu mir zurückkommt, das ist auch irgendwie blöd. Also muss ich warten, bis es dann schöner wird. Es ist jetzt kurz nach 6. Kurz vor Sonnenaufgang. Und ich gehe jetzt zum Aussichtsturm. Und hoffe, dass die Wiesente da sind. Ausrüstung ist eingepackt, Drohne im Rucksack. Und jetzt geht's zum Aussichtsturm. Boah, so früh bin ich schon lange nicht mehr aufgestanden. Und wie ihr seht, bin ich ziemlich warm angezogen, weil es ist doch schon ganz kühl jetzt. Was haben wir jetzt? 7. Oktober, glaube ich. Ja, hier im Osten von Polen ist schon der Herbst eingezogen und ganz früh am Morgen ist es ja auch doch schon ziemlich kühl. Und wenn man so gerade richtig aus dem Bett gekommen ist, wo es so schön muckelig warm war, dann ist es doch schon kalt. Während die meisten wollen noch im schönen, warmen Bett vor sich hinträumen, stapfe ich allein durch den kalten polnischen Herbst. Ich nähere mich dem Aussichtsturm. Wird sich meine Mühe auszahlen? Voll blöd, ich habe das Fernglas vergessen. Es ist nicht zu sehen. Ich werde aber jetzt die große Kamera als Fernglas benutzen. Reingezoomt und das Ganze gescannt. Vielleicht kriege ich wenigstens die Kraniche gut drauf. Ich muss mich beeilen, sie kommen. Sie kommen schnell näher. Überall um mich höre ich Kraniche rufen. Jeden Herbst ziehen Kraniche aus dem Norden Europas und Asiens in südlichere Gefilde. Sie sind ausdauernde Flieger und können bis zu 2000 Kilometer nonstop fliegen. Meist fliegen sie aber nicht mehr als 100 Kilometer am Stück.
Wir sind hier in Ostpolen auf dem baltisch-ungarischen Zugweg, der Kraniche. Das geht richtig ab hier, was Kraniche angeht. Diese Tiere hier stammen aus Finnland, Nordwestrussland und dem Baltikum. Jetzt durchsuche ich mal die Umgebung nach Wiesent. Meine Hoffnung, hier die wilden Wiesente zu beobachten, lässt mich die Kälte aushalten. Ist das nicht letztlich die Hoffnung, die uns alle antreibt und durchhalten lässt? Selbst die Büsche sehen für mich aus wie Wiesente. Aber da in der Bildmitte ist doch so ein Rieseneingang zwischen den Bäumen, oder? Nix. Die Kraniche geben sich alle Mühe, meine Stimmung zu heben. Annette, Annette. Hallo. Also, es ist hier nichts. Nur die Kraniche gehen ab wie Zäpfchen. Naja, so aus der Entfernung halt. Nichts Besonderes. Aber trotzdem cool. Dann over, ne? Ja, die Verbindung ist heute nicht so gut. War schon mal besser. Jetzt sind es ca. 20 Minuten vergangen. Jede Menge Kraniche vorbeigeflogen, aber immer noch kein Wiesent. Ich glaube, die kommen heute nicht mehr. Wenn, dann waren die schon da. Aber ich scanne immer noch. Man kann ja nie wissen. Wenn die jetzt rauskommen würden, wäre es noch geiler. Weil jetzt das Licht auf die Wiese so teilweise scheint und auch auf die Bäume und teilweise ist die Wiese noch im Schatten. Waren das Wölfe, die da geheult haben? Wölfe wären natürlich eine sehr willkommene Überraschung hier für mich. Ich breche etwas enttäuscht ab, denn außer den Kranichen bekomme ich weder die Wiesente noch die Wölfe vor die Linse. Ich glaube, jetzt kann ich guten Gewissens die Drohne fliegen lassen, ohne dass ich die Kraniche gefährde. Gibt keine mehr, die sind alle weggeflogen. Also lasse ich das Baby mal fliegen. Letztendlich ist die Natur kein Zoo mit Sichtungsgarantie. Das muss ich schlucken. Wer weiß, vielleicht finde ich doch eine Herde wilder Wiesente mit der Drohne. Die Sonne steht noch tief. Die Schatten sind lang. Irgendwo auf den Wiesen könnte ein Wolfsrudel unterwegs sein. Vielleicht hier irgendwo im Schatten. Meine Drohne fliegt mit meiner Hoffnung über die Landschaft des polnischen Białowieża-Urwaldes. Geht euch das auch so, dass wenn ihr nach etwas sucht, ihr dann alles Mögliche versucht, um es zu finden? Irgendwo in einem scheinbaren Chaos ist es verborgen. Ihr wisst, es ist da. Ihr könnt es vor eurem inneren Auge sehen, aber noch nicht direkt vor euch. Denn alles hat seine Zeit. Alles braucht seine Zeit. Ich bekomme wieder eine Lektion in Geduld in einer Zeit der immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspannen. Vielleicht hier zwischen den Bäumen. Der kleine Fluss Narewka mäandriert vor sich hin. Selbst der Urwald sagt mir, ich solle mit dem Herzen bei der Sache bleiben. Doch im Leben jagt ein Misserfolg den anderen. Hindernisse sind zum Überwinden da. Okay, meine Drohne ist wieder zurück. Aber was jetzt passiert ist, ist voll die Scheiße. Nämlich, mein Stativ habe ich schlecht aufgestellt hier. Und meine ganze Kamera ist umgekippt mit dem Stativ. Und der Akku ist runtergeballert, volle Kanne. Also von der Kamera runter und ist abgebrochen hier. Das heißt, dieser dicke Akku, der ist für nichts mehr zu gebrauchen. Die Kamera sieht selber von außen gut aus. Hier ist nichts abgebrochen anscheinend. Kein Kratzer eigentlich gar nicht. Nur die Platte hier, die Grundplatte ist hier noch dran von dem Akku. Kacke, ey. Gut, zum Glück habe ich noch zwei Akkus. Aber trotzdem, sowas Blödes darf nicht sein, vor allem auf so einem ebenen Boden. Naja, shit happens. Jetzt weiß ich auch, warum die umgekippt ist, nämlich ich habe das da nicht festgemacht und die Teleskopstangen sind ineinander gefahren und das Ganze ist umgekippt. Also ich weiß nicht, ich mache diese Drehschrauben, Drehverschlüsse hier nicht. Da sieht man nie, ob das Ding zu oder auf ist. Ich mache lieber diese mit Hebeln, wo quasi entweder ist es zu oder ist es auf, aber nicht so halbe Sachen. Das ist auch hier nicht gut zu, siehst du, kann man hier so ineinander schieben. Super. Mann, 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 Mann.
Man kann noch so viel aufpassen bei diesen Dingern. Egal, wieder eine Lektion mehr. Entweder du gewinnst oder du lernst. Dann gehe ich mal jetzt. Leider habe ich keine Wisente gesehen, dafür jede Menge Kraniche, das war echt schön. Trotzdem, schade, die Wisente hätte ich gerne gesehen. Ich habe die Kamera jetzt noch getestet, die funktioniert. Also nur der Akku scheint im Arsch zu sein. Ach, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Da kam gerade ein Mädchen hoch und hat gesagt, dass vor 2 Tagen gleich hier um die Ecke in der Wiese Wisentkot gefunden wurde. Und das heißt, die waren hier um die Ecke und 2 Freundinnen von ihr haben auf der Straße, ungefähr 5 Kilometer von hier irgendwo da hinten, auch Wisente gesehen. Das heißt, die eiern hier rum. Aber wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man gerade dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, naja, das sei dahingestellt. Wenigstens ist die Drohne nicht irgendwo in dem Urwald verschollen gegangen. Frauchen! Männchen! Wie geht's? Ist das Frühstück fertig? Das Frühstück ist fertig, ja? Juhu! Jetzt gibt's Frühstück. Leute, Leute, wir sind gerade aus Gruschki raus, auf dieser Straße, und da sind die fetten Bisons. Annette ist da schon mal vorgegangen. Du bist mir gut im Bild übrigens. Was? Du bist mir gut im Bild jetzt gerade. Ist das geil. Ich fackel nicht viel rum und mache schon einmal ein paar Schnellaufnahmen vom Auto aus. Die Wisente sind hinter dem Zaun. Und sie sind recht weit weg. Jetzt habe ich das Stativ geholt und mich etwas genähert. Sie treten in das Gehölz ein. Vielleicht kommen sie dann auf die Wiese dahinter. Während Vito filmt, bekommen wir Besuch. Wie Annette gerade gefilmt hat, hatten wir Polizisten im Zivil und mit denen durfte ich ein bisschen quatschen. Und die haben gesagt, die Wiesenter sind hier jeden Morgen an dieser Wiese anscheinend. Und wir reißen uns den Arsch auf da hinten. Und fahren jetzt quasi, wir wollten jetzt Białowieża verlassen eigentlich. Die Polizeikontrolle war so eine stichpunktartige Kontrolle, vor allem Vans und so weiter, weil die haben hier anscheinend Menschenhandel, Menschenschleuserei. Und alleine heute haben sie wieder 10 Personen nur in dieser Gegend aufgeschnappt. Also quasi Flüchtlingsströmerschleuserei ist hier ein wirkliches Problem und anscheinend hat sich das in der letzten Zeit verschlimmert. Dank unserer wunderbaren Politiker. Vielen Dank an euch alle. Leute, wir sind jetzt ein paar Meter weiter gefahren und hier gibt es eine Stichstraße rein. Die sind nämlich von da gelatscht und ich meine diese riesen Böbel da im Hintergrund, wenn die Wisente oder irgendwo da in der Nähe, wenn sie sein. Das heißt, ich muss mich sehr langsam und vorsichtig anschleichen, sodass sie mich nicht sehen und nicht überrennen, weil könnte gefährlich werden. Auf jeden Fall, da gehe ich jetzt rein mit meiner fetten Videokamera. Ab dafür. Wir wissen nicht, wo genau die Wisentherde ist. Ah ja, ich sehe sie zwischen den Bäumen. Vito meint, ich solle gut aufpassen. Also hier im Wald sind sie schon mal nicht. Stehen da auf der Wiese. Da sind sie. Ich mache ein paar Quick and Dirty Aufnahmen aus der Hand, statt lange mit dem Stativ rumzufuchteln. Ich hole jetzt das Stativ. Ich bin jetzt so zittrig und nervös, aufgeregt. Das ist so geil. Die gucken dich an und wissen genau, dass du da bist. Ja. Vito geht jetzt nochmal mit dem Stativ dahin. Die Herde war bis jetzt ruhig. Und jetzt müssen wir ganz leise sein. Ich bleibe etwas weiter hinten und mache die Action- und Übersichtsaufnahmen.
Vito signalisiert mir, dass ich mich jetzt nähern kann. Die Wisente wirken ruhig. Doch sie sind sich unserer Anwesenheit gewahr. Einige Tiere beäugen uns. Solange wir auf Entfernung bleiben, ist für sie alles okay. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts wurden fast alle Wisente in Europa ausgerottet. Nur wenige Exemplare überlebten in Zoos den Ersten Weltkrieg. Das ist so geil. Dank engagierter Menschen, die sich der Zucht und Auswilderung widmeten, gibt es mittlerweile wilde Wisente auch in Russland, Weißrussland, Litauen, der Slowakei und der Ukraine. Schade, dass wir jetzt im Oktober die Brunft, die im August und September stattfand, nur knapp verpasst haben. Die Kämpfe der Bullen um die Weibchen wären sensationell. Genug Aufnahmen. Ja, ist schon beeindruckend, wenn so eine ganze Herde vor dir steht. Du weißt, das ist die freie Wildbahn. Und die schauen mich alle an. Und dann denke ich mir, hoffentlich haben sie schon gefrühstückt. Wir haben sie gefunden! Also die wirken relativ entspannt, doch aufmerksam. Von daher, man muss sie nicht umsonst beunruhigen. Das war immer geil. Yeah! Wie oft habe ich als kleiner Junge, damals noch in Polen lebend, Wisente gezeichnet oder aus Knetmasse geformt. Sie gehörten zu meinen Lieblingstieren. Groß, majestätisch, geheimnisvoll. Jetzt, fast 40 Jahre später, darf ich sie endlich in der Natur sehen und nicht im Zoo. Welch ein erhebendes Gefühl, die größten Landsäugetiere Europas filmen zu können. Endlich kann der kleine Junge in mir das erleben, obwohl es noch heute früh aussah, als ob wir unverrichteter Dinge wieder abfahren müssten. Zum Glück werden sie hier nicht als Problemtiere gesehen. In Polen hat man ein Zusammenleben von Mensch und Wisent erreicht. Über den Winter werden die Tiere mit Heu zusätzlich gefüttert, damit sie die Bäume nicht entrinden. Wo ein Wille, da auch eine Lösung. Was würdest du tun, wenn du in Deutschland auf einem Feld wie hier eine wilde Wisentherde sehen würdest? Die Ausdauer hat sich also gelohnt. Sowohl für die Wisente als auch für die beteiligten Wissenschaftler. Und nicht zuletzt auch für uns. Ja, Baby ist wieder da. Hab sie in 13 Metern Höhe umkreist. Und die werden sich gedacht haben, scheiße, die Fliegen werden auch immer größer. Ja, und die summen auch lauter. Ja. Jetzt darf Mara auch etwas riechen. Die Wisenter sind weitergezogen, nachdem ich die Drohne geflogen bin, viel weiter nach links. Das heißt, sie dürften da keine Gefahr darstellen und werden auch nicht gestört werden von den beiden. Mara kann das so ein bisschen riechen. Sie liebt das. So ein bisschen Abenteuer für Märchen. Ja, was sieht sie da wohl? Na, habt ihr die Wisente gesehen? Haben wir. Wo waren die denn? Bisschen weiter hinten. Geil! Immer wieder stellen wir fest, dass wir die Verbindung zur Natur brauchen. Außerdem sind wir jetzt noch ein Stückchen gelassener, wenn es um Rückschläge oder Misserfolge geht. Es ist für uns Zeit, den Białowieża-Urwald zu verlassen. Das
So, man hat jetzt nur schnell die Reste noch gesehen, weil wir sind jetzt gerade wieder angehalten worden. Von der Grenzpolizei. Und kontrolliert. Mussten auch hinten aufmachen, ob wir noch ein paar Leute dabei haben. Es war eine wundervolle Erfahrung. Wir kommen gerne wieder. So, hier war jetzt gerade wieder Polizeikontrolle. Und die haben sich natürlich einen Ast gelacht, als sie Mara vorne sitzen gesehen haben. Ja, der hat mir gesagt, das ist die, was hat er gesagt, das ist der Wachmann und keiner kommt so rein. Ende.